Willkommen zurück zu Dragon Quest 9. Ich habe einen Kommentar bekommen, dass ich zuerst in die alles neu abteilen muss. Das habe ich dann kurz mal mich drum gekümmert, dass wir dann sofort hin können, wenn wir hier fertig sind. Denn die erste Figge laut der Story, beziehungsweise laut der Lore hier, müssen wir erst in Lapskausen kriegen. Also die erste Figge kriegen wir echt erst vom Livia dran, also bin ich eigentlich richtig. Also theoretisch kann man auch erst zu alles Neuabteil gehen und da das machen mit Fortbildung und so, das ist egal. Aber laut der Lore müssen wir erst nach Leviathan, beziehungsweise nach Lapskaus und Leviathan umnieten, ja. So, ich habe ein bisschen trainiert, ich habe mich auch ein bisschen ausgerüstet. Ich habe auch schon in Stinsbock den Alchemie-Pot, das macht, ich glaube, weiß gar nicht, wie man den kriegt. Also irgendwann hat die Olle aus unserem alten Dorf den Alchemie-Pot aus dem Keller gezogen und uns da oben hingestellt. Den können wir jetzt benutzen. Allzu viele Rezepte habe ich noch nicht. Ich habe mir jetzt ein paar Rezepte zusammengesucht, die aus den Städten, wo wir schon waren. Und eigentlich können wir jetzt auch weitermachen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier noch quatsche. Oh, so. Ja, mal gucken, was hier oben überhaupt drin ist. Ach so. Ah, eine rote Kiste, alles klar. Dann bin ich hier schon mal richtig. Flinkheitssamen. Oh Gott, eine Krabbe. Oh Gott, ein Moloch. Scheiße. Ich komme gar nicht weg. Doch, oh, doch. Ei, ah, Gott, oh Jesus. Eine Seeblase. Da, ihr seht, der hat dann den Eisenschild. Oh Gott. Was ist das denn für ein... Oh Gott. So. Oh, Peng. Abwehren, Angriff. Zack. 18. Peter steckt immer noch sehr viel ein, muss ich sagen. Oh. Voll genetisch gekommen. Aber es hält sich in letzter Zeit in Grenzen. Oh, 6 an das Hit, du Bollwerk, ey. Auch nur noch, ja? Ja, ein Eisenschild. Ich glaube, ich habe jetzt noch, mit Sid hat jetzt auch ein Eisenhelm neu. Ich glaube, Amber hat jetzt Stahlstiefel. Ja, da, Stahlsabatons, die habe ich, mit dem Alchemie-Pot habe ich die hergestellt. Das mir so, boah, joa. Gib den Highlight immer, bevor der nachher rumfällt und knack. Bang. Ist gar nicht mal so unnützlich, dass man das Bad auch noch Zauber lernen kann. Batzen Schauderschlag. Und ja, diese Folge kommt leider ein bisschen später. Das heißt so um, hab ich zu Hause, 11, ja. Wenn ich zu Hause bin, werde ich meinen PC sofort starten. Die Folge hochladen und dann erst duschen gehen. Weil ich heute wieder arbeiten muss, ich habe heute wieder Spätschicht. Deswegen will ich auch sehr spät, erst sehr spät kommen. Aber das Ding ist, sie kommt, ja. Darüber muss ich keine Sorgen machen. Und wenn, dann kommt es morgen halt im Doppelpack. Voll im Morgen, Alter. Morgen wird ein geiler Tag. Schön frei. Ach ja. Ist ja nicht so, dass ich schon genug frei hatte in der Schule und so. Was? Willst du etwa mehr arbeiten? Ich so, pff, nein, reicht mir absolut. Warte mal. So liegt die Grotte. Warte mal. Oh, Scheiße. Ich will gucken, was war denn in den anderen Raum? Möchte ich auch noch wissen. So ist das nicht. So, Angriff. Knirsch. So. Oh, heil ich mal selber. Nur genug zum Maler. Ah ja, Peter hat eine neue Robe und einen neuen Hut. Fragt mich jetzt aber nicht, wie die heißen, das bin ich jetzt total überfragt. Ich habe das jetzt nicht so oft gespielt wie Final Fantasy Tactics A-Quadrat. Da kenne ich die Items ja quasi schon auswendig. Und von daher... So, da oben ist eine Kiste. Ah, stimmt, die Kiste will ich mir noch holen. Ich gehe hier natürlich nicht weg ohne eine Kiste. Ah, nein, falsch. Da lang muss ich. So, jetzt hoch. Nee, gar nicht. Fuck! Ich muss links hoch, die Treppe da. So. Nein, nicht Peng, du solltest doch Fauch machen, bist du behindert? Verballerst die MP, ey. Spasti. Ich glaube, es geht los. So. Aber ich kann ja trotzdem... Doch, hier war ich richtig, ich wollte gerade sagen. Aber da muss ich auch noch eine Truhe.
Hab ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Ja, wir wollen natürlich alles mitnehmen hier, ne? Ist ja nicht so, dass hier. Boah, 1500 Goldmünzen. Angreifen. Können wir schon den, 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 den. Das Ding ist ja, Amber macht mit ihr, also greift mit ihrem Stab an, hat eine höhere Trefferchance als Peter, obwohl Peter unser Zauberer, also Caster ist, weißt du, und die eigentlich so wegbomben soll. Und verstehe einer jetzt mal die Trefferchance, das Gleichgewicht dazwischen, wenn unser Heiler höhere Trefferchance hat, mit dem Stab zu treffen, als wenn jetzt irgendwie unser Magier mit dem Stab treffen soll, obwohl der eigentlich zum Treffen gemacht wurde, weißt du? Wie ich das meine? Eigentlich soll Emma nur heilen, wenn die nicht treffen würde, würde ich sagen, ja. Scheiße, ist halt so. Aber so ist das irgendwie ein bisschen kacke. Und jetzt hört bitte auf Verstecken zu rufen, das geht mir so auf die Eier. Angriff, komm. Bang! Ach ja, wozu ich auch nochmal aufrufen wollte, ich weiß nicht, ob das jeder von euch mitgekriegt oder manche von euch mitgekriegt haben. Zur Gruppenkonstellation. Seid ihr herzlich eingeladen, wenn ihr die ersten drei natürlich sind, natürlich. In dem Fall die Glückten. Die sich melden, die könnt sich hier gerne. Ja, ich will nicht sagen bewerben, aber so als Nebencharakter. Ich habe nicht immer, dass ich denn was weiß ich, dass ihr euch hier anmeldet und dann dass wir über Skype den Charakter zusammenstellen, ich den hochspiel. Aber dann müsst ihr auch klar sein, dass ich dementsprechend selbst bestimme, wie ich den skille, also in welche Richtung er wird, ne? Das müsst ihr schon mit einberechnen, aber ich denke mal, dann seid ihr euch, darüber seid ihr euch dann im Klaren. Ja, wie gesagt, meldet euch, wenn ihr Lust habt. Ich fände es geil. Vor allem auch ein bisschen mit der Community zu spielen dann, quasi. Wie gesagt, schreibt mich dann an und dies, das. Wenn wir dann noch regeln. So. Angreifen. Bam! Scheiß Krabbe, er geht voll auf die Nüsse. So. So, jetzt holen wir uns noch die letzte Truhe. Dann können wir auch weitergehen. Oh Gott, nicht so ein Platzdings, Alter. Oh, ficken, jetzt steht er da am Weg. Ich wollte gerade sagen. So, was ist hier drin? Eine Minimedaille, ja gut. Ja, die brauchen wir nachher auch. Das ist das Problem, ey. Die brauchen wir nachher richtig. Wofür werdet ihr sehen? Ich will das so jetzt noch nicht sagen. Weil ich mir selber... Doch, ich bin mir sicher. Ich bin mir sehr sicher, wofür wir die brauchen. Nein. Scheiße, diese Platztypen. Platzprotze, die haben so viel Leben. Das geht gar nicht klar. Toll. Ich bin bereit, den Todesstoß aufzufüllen. Oh. Kriegt ihr ganz schön aufs Maul. Mal Fauch. Machen wir hier mal Todesstoß, halt ihr sowieso alle und Angriff. Na, wenn er nicht gleich umfällt, wisst ihr, damit ich noch Engels kurz durchziehen kann. Weil das ist immer kacke, ich finde das immer scheiße, wenn man so einen Todesstoß komplett in die Tonne werfen muss, weil der Gegner druckt. Dann immer so, ja, danke du dummer Frosch. Seht ihr? Jetzt knirsch gezaubert, dann wäre das viel tot gewesen. Was hätte mir das gebracht? Gar nicht. Ich nur einen Todesstoß versemmelt und ja. Das muss doch nicht sein. So, kamen wir von hier oder? Nein, kamen wir nicht. Ja, warte mal. Ach nee, ich kann ja gar nicht, ne? Das Ding ist, man kann ja. Manche Zauber kann man echt nur gegen manche Gegner einsetzen. Das ist schlecht gemacht. So, wenn man jetzt Knirsch hat, dann kann man nur gegen mehrere Gegner eine Art
das benutzen. Als Badet beispielsweise. Finde ich ein bisschen schade. So. Ah, komm, greif den mal an. Das ist ja... MP sparen. Ich habe sowieso nicht mehr so viel. Ich glaube nicht, dass es für den Ligatran reicht. Das könnte ein bisschen eng werden. Mal gucken, vielleicht habe ich noch was für MP-Auffrischung. Wäre ganz geil. So. Mal raus hier. Wo kommen wir hier denn raus? Ach, hier oben nur. Das ist ja nicht schlimm. Oh, Chimäre. Da gehen wir mal schnell rum. Boah. Das war knapp. So, jetzt gucken wir aber mal. Nee, nicht wichtige Gegenstände. Oh, ich habe noch keine wichtigen Gegenstände. Ist ja krass. So. Select Ordner. So. Talentsam. Okay, benutzen. Joa. Aber man kriegt ja nur eine. Zwei kriegt man. Cool. Cool, cool. So, benutzen. Ja, Sid bleibt sowieso Krieger. Der soll nachher keine andere... Die behalten wir erstmal. So, was hatte ich jetzt vor? Ach ja. Wie kann ich mit dem jetzt skillen? Irgendwie kann man mit denen noch jetzt Talentspunkte und dann... Nein. Wo geht das? Da, Talentpunkte zuweisen. Nee, hier. Kritische Treffer mit Schwert, das ist gut. Mit einem Schwert ausgerüstet ist. Ja, das wollte ich auch. So. Fantastischer Fechter. Yay. So. Ach, warte, ich war da oben richtig drin, oder was? Wo hätte ich jetzt von da noch... Das ist jetzt verwirrend. Nee, ich war hier richtig. Ich habe mich wieder rausgelaufen. Verstehe ich nicht. Ein bisschen, bin ich ein bisschen doof, ne? So, jetzt gehen wir hier lang. So, mal gucken, was uns erwartet. Hoffentlich kann ich noch irgendwie Wasser finden oder so, was mich dann ein bisschen aufputscht. Oh, fuck. Oder ein Gegner. Oder Gegner, die sich treffen lassen. Weil ich will nicht mit 36 MP für meinen Magier dahin gehen. Das ist nämlich nicht gut. Ich hasse es. Nein, Zauber wollte ich nicht. So, nee, Stärkung, Heilung und Angriff. Immerhin ein Mana-Punkt. Der könnte nachher wichtig sein. So, das war der erste. Angriff, heilen, sich selber und Angriff. Ich glaube, heute schaffen wir den Leviathan nicht mehr. Ne, ist ja knapp. Ne, glaube ich nicht. Aber sowieso für den Kampf alleine brauche ich sowieso ein paar Minuten. So, was haben wir hier? Warum nicht haben wir eine Kiste? Sonst bin ich hier umsonst gehabt. Nein! Mann, das ist immer kacke, dass ich so den Weg versperre. Ja, natürlich noch drei. Am Arsch. Und vor allem sind es dreimal dieselben, aber nur zwei kann ich mit diesem Zauber angreifen. Das ist echt scheiße. Sieht das ausgewichen, cool. So. So.
und weg mit dir. Das ging schnell. Na? Chimärschlüssel, ja, war ja klar. Jetzt gehen wir hier lang. Nein. Doch, da die Truhe. Zack. Blaue Jeans. Ja, schreit draußen noch mehr rum. Dennis, das machst du sehr gut. Ja, ja, genau. Ich höre dich trotzdem. Heilkraut. Habe ich nicht. Das ist schlecht. Hier habe ich Heilkraut. So. Ne, das geht natürlich nicht. Normalerweise fliegen die Irrtücher durch, aber das klappt leider nicht. Nein. Ich mach kurz Pause. Mein Gott, Geschwister, ey. Meine Fresse. Wo waren wir? Ach ja. Warte mal, ist nur einer. So. Toll, jetzt kriegen Todesschuss sowas. Das ist... Das ist doch so dumm. So. Jetzt müssen wir aber auch gleich vom Leviathan stehen. Noch ein Schimmelflug. Ja gut, gib mir her. Ich kann damit sowieso so viel anfangen. Ohne Zug. Also ohne momentan Sternexpress ist das so nützlich, finde ich. Dann sind hier Bäume. Und würde ich sagen, bevor wir die Treppe hochgehen, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, es hat gefallen. Und ja, lasst euch überraschen, was uns da oben erwartet. Bis dahin, ciao.